Hallo, ich bin der Michael Warner, bin seit 1998 bei der Feuerwehr und seit da auch als Feuerwehrtaucher tätig. Wir bilden gerade neue Taucher aus. Das sind Kollegen, die sind letztes Jahr ins Haus gekommen, haben ihren Grundlehrgang gemacht, machen also eine Sonderausbildung, jetzt den Lehrgang zum Feuerwehrtaucher. Und nur wer sich wirklich so richtig wohlfühlt und gerne im Wasser bewegt in diesem fremden Medium, mit dem können wir die Ausbildung durchziehen. Das Problem ist, man hat oft eine gute Sicht, man hat oft warmes Wasser, aber wir sind das ganze Jahr unterwegs, wir müssen bei Nacht rein, wir müssen ins Eis rein, das heißt, das Wasser ist kalt und wir arbeiten manchmal bei null Sicht. Und da brauchen wir jemanden, wo sich einfach auf die Technik verlassen kann und wo der keine Panik bekommt. Mein Name ist Michael Greifnegger. Ich mache jetzt seit September die Ausbildung zum Rettungstaucher. Also los geht's, wenn ich meinen Anzug angelegt habe und meine Ausrüstungsgegenstände, meine Mindestausrüstung, wie man hier bei uns sagt, alles dabei habe. Und anschließend geht's ins Wasser. Am Anfang, die ersten Schritte sind natürlich immer etwas kalt, aber mit der Neoprenkleidung geht es eigentlich ganz gut, sodass wir Tauchgänge von 45 Minuten bis zu einer Stunde durchführen können, ohne Probleme. Heute sind wir in der Lechstaustufe 21 in Brittriching. Wir wollen die alte Staumauer sehen. Es ist ein Tauchgang auf ungefähr 12 Meter Tiefe. Die Sicht ist sehr, sehr schlecht. Es wird alles ab 7 Meter hier ziemlich düster, ziemlich finster. Man muss sich vorstellen, dass man in so einer Flussrinne drin steht und irgendwann kommt dann so Gemäuer und Überreste von einer alten Staumauer. Wir bewegen uns um die 70, 80 Einsätze im Jahr mit den Tauchern. Da ist alles dabei, da kann eine Tierhilfe dabei sein, vom festgefrorenen Schwan im Winter, wo immer wieder gemeldet wird, und natürlich immer wieder untergegangene Personen, wo entweder tatsächlich ertrunken sind oder sie sind unbemerkt aus dem Wasser rausgegangen und wurden nicht gesehen, aber es führt zur Personensuche. Auch wenn Kleidungsrückstände zum Beispiel irgendwo am Ufer sind, dann sind es vor allem in der Badesaison natürlich Einsätze, wo wir dazugerufen werden. Das Ganze in der Stadt Augsburg, im Landkreis Augsburg und im gesamten Landkreis Eichach-Friedberg. Auf Anforderungen können wir auch für jede Nachbarleitstelle fahren, das heißt, wir können bis nach Landsberg am Lech hin alarmiert werden. Das gemeinsame Miteinander mit meinen Kollegen, dass ja, wie alles hier bei der Feuerwehr eigentlich die Teamarbeit immer das Wichtigste eigentlich ist, dass auch unter Wasser einfach die Zusammenarbeit passen muss. Das war eigentlich schon sehr ausschlaggebend jetzt in den letzten 5 Wochen.